Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Ja, und ich habe für euch wieder ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich heute just for fun ein bisschen Videos mal bei anderen geguckt und mal so geschaut, was so momentan in der Meta gespielt wird. Und da bin ich auf einen meiner Lieblings-YouTuber, Streamer, Hearthstone-Spieler gestoßen, und zwar den niederländischen. Ja. Ich kann das nicht wirklich aussprechen, das könnt ihr besser als ich. Auf jeden Fall hier Credit natürlich bei ihm. Er hat das erfunden, das Deck gebaut. Und zwar Meat Wagon, also Fleischwagen. Ja, und das habe ich mir rausgesucht, auch weil ich diese Legendary ja in meinem letzten Pack drin hatte. Oder das war die letzte Legendary, die ich gezogen hatte aus einem Pack. Und dementsprechend wollte ich die auch mal ausprobieren und spielen. Und bei der Recherche, was ich mit dieser Legendary anstellen könnte, bin ich halt auf dieses Deck gestoßen. So kam das. So, es gibt allerdings 4 Karten, die ich herstellen muss, weil mir die noch fehlen. Und zwar einmal die wollte ich ja sowieso herstellen. Und natürlich den Fleischwagen selbst. Fleisch herstellen. So. Ist natürlich auch eine Epic-Karte. Ruft aus eurem Deck einen Diener herbei, der weniger Angriff hat als dieser. Also quasi 0. Machen wir. Packen wir ein. So, und jetzt ist das Deck fertig. Also das ist 1:1 nachgebaut, wie er das gemacht hat und wie er das spielt in seinem Video. Also wer da Interesse hat, das Originalvideo zu sehen, einfach mal bei YouTube oder bei Google nach ihm suchen. Und ja. Und das interessiert mich sehr, wie das Deck läuft. Und das geht halt auch voll in meinen Spielstil rein, weil es halt ein bisschen outside the box ist und es gefällt mir mega gut. Vor allem die Karte hier ist einfach mega krass. Zerstört so ziemlich alle Combo-Decks, die momentan laufen. Und wenn man das hinkriegt, die auch noch mit dem Echo-Effekt plus billigere Dudes, dann kannst du quasi endlos den Gegner millen. Das ist schon eine sehr, sehr geile Idee. Man kann aber auch mit dem Portal dann viele Riesen raushauen. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze läuft. Ich muss mich natürlich noch ein bisschen warm spielen, erwartet nicht zu viel. Und ja, Fleischwagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass mir das Deck gefällt und mit ein bisschen Übung auch sehr, sehr gut laufen wird. Gul'dan gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Seele wird mir gehören. Uta. Behalte ich auf jeden Fall mal ein Entweihen. Wird wahrscheinlich Baku Ott even. Baku, ja. He's Warrior Claw. Da bin ich mal gespannt. Gegen Paladin könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist. Ich meine, gut, ich habe Entweihen, ich habe weltliche Ängste, Spöttchen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es schwierig wird. Ja, ich könnte jetzt direkt Entweihen machen, dann wäre das Board leer, aber ich glaube, das lohnt sich noch nicht.
Sagt, was ihr zu sagen habt. Okay. Das Licht okay. Jetzt lohnt sich entweinen. Definitiv. Bin natürlich schon extrem low. Die Frage ist, ziehe ich trotzdem vorher eine Karte? Mit welchen Ängste? Ich glaube schon, ne? So! Raus aus dem Dschungel. Raus aus meinem Dschungel. Melde mich zum Dienst. Das Licht beschützt mich. Aha. Oh Gott. Raus aus meiner Ach, schade. Ich werd kaputt gerascht hier von dem. Oh Gott. Melde mich zum So viele Möglichkeiten. Oh nein! Melde mich zum Dienst. Soll ich dazu sagen?
Dan gegen Thrall! Eure Zeit ist gekommen. Eure Seele wird mir gehören. Charmy. Okay. Gnom Ferratu. Ich grüße euch. Ein Fleischwagen. Sehr schön. Lass die Schmerzen sprechen. Mhm. Dann können wir ja im nächsten Zug den Fleischwagen rausspielen. Und wenn der dann das Portal beschwört, stellen wir die hin und können dann endlos viele Gnom Ferratus hinstellen. Das ist so der Plan. Ich glaube, ich warte noch einen Zug. Mache ich erstmal den Riesen raus. Denn für die brauche ich ja 6 Mana. Das heißt, es wäre schlau, wenn ich den im 5-Mana-Zug spiele. Oder? Ich denke schon. Oh. Bietet sich an, ne? So. Okay. Wow, wow, wow. Ich könnte natürlich direkt danach hier entweihen machen. Ich lasse das erstmal. Nice. Ja, cool. Egal, dafür war es mir schon wert.
Hätte man, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr draus machen können. Weiß ich jetzt gar nicht. Naja. In was für ein Schlamassel habt ihr mich diesmal Wow. Nice. Der Fleischwagen. Gul'dan gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Eure Seele wird mir gehören. Oh, wow. Ich grüße. Wir haben unseren Fluch in unsere Stärke verwandelt. Ah, Even-Schamane. Even-Schamane, 93er Baujahr. Fleischwagen. Spiele ich die erste? Random? Ja, komm. Schade. Ist okay, aber... Wow. Wow. Raus aus meinem Dschungel. Warum rufst du mir? Schon wieder so aggressiv, ne? Die sind alle so aggressiv. Naja.
Unsere Rache wird niemals enden. Obwohl, wenn ich Portal gespielt hätte, 2 weniger, aber nicht weniger als 1, 4, 5, 6 Mana. Wäre auf selber rausgekommen, als in einem 14 Mal zu spielen. Ne? Tretet bei oder sterbt oder wow. Pff. Was ist denn hier los? Ja. So viele Möglichkeiten. Gefällt mir nicht. Ah, vielleicht hätte ich den Fleischwagen früher schon spielen sollen, aber es hätte halt auch nichts gebracht. Dann hätte ich da ein Nuller Portal, was er sofort tötet, also sofort wegmacht. Ist schon nicht einfach, das Deck. Nee, ich glaube, das gibt keinen. Das gibt keinen. Nee, das gibt keinen. Das war's. Außerordentlich. Dieses Mal gewinnt ihr. Nee. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu viele Misplays gemacht. Oder ich hatte einfach Pech. Aber man muss sich natürlich auch erstmal mit dem Deck ein bisschen zurechtfinden, ne? Ich werde das wahrscheinlich noch häufiger machen. Spielen. Aber gerade auf Rang 5 hast du so viele Aggro-Decks, ne? Das ist echt krass. Die halt einfach nur wegpumpen. Ich grüße euch. Diese Bestie sind niemand.
Schauen wir mal. Okay. Ja, es ist nicht einfach, ne? Drei machen. 8, 12. Ja, im nächsten Zug könnte ich die machen. Hoffentlich bleibt der stehen oder ich baller hier ja tausendmal den raus. Das macht, glaube ich, noch mehr Sinn. Sport Paradise. Oh, Baby! Ihr seid zum Anbeißen. Ja, vielleicht wäre das mit den Spots doch sinnvoller gewesen, aber dann hätte ich mich gemildert und bla bla. Und das war halt eine lustigere Aktion. Jetzt hat er ein paar Karten gemildert, insbesondere die Legendary und so. Hier, die schon ein paar coole Karten sind weg.
Schlecht aussehen tut's leider trotzdem. Trotzdem. Ja, mit dem könnte ich jetzt das ganze Board leer machen, ne? Gib mir einen Kuss. Ja! Gib mir einen Kuss. Ich glaube, ich würde an dem Deck sogar die ein oder andere Sache vielleicht sogar noch verändern. Ach, tatsächlich. Boah. Boah, das ist doch nicht euer Ernst. Letzte Runde. Eine Runde mache ich noch. Und dann lege ich das Ganze auf Eis. Erstmal. Für dieses Episodchen. Das gibt's doch nicht. Lasst die Jagd beginnen. Eure Seele wird mir gehören. Ich grüße euch. Diese Bestie sind niemand. Ich nehme ein Buch.
Denkt er sich, hä? Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh Gott. Na gut. Na gut. Na gut, na gut, na gut. 4, 8, Ende. 4, 4. Mach ich das mal so. Bringt das was, wenn ich das noch vorher spiele? Dann kostet der 2. Habe ich dieselben Ausgaben, ne? Eure mondlichen Schatten erheben sich gegen euch. Raus aus meinem Dschungel! Die Zeit ist fast um! Raus aus meinem Dschungel! Raus aus meinem Dschungel. Was mache ich denn jetzt? Das war's. Ich bin tot. Er macht jetzt Hero Power und Fass. Und dann war's das. Ach, Kacke, ey. Ach, das hat nicht gut geklappt, ne? Da bin ich echt überfordert, ehrlich gesagt. Bin ein bisschen überfordert mit. Vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Ich könnte zweimal den rauslassen mit Echo. Ich kopiere 1000 Mal die. Nächsten Zug muss ich auf jeden Fall Gul'dan rauslassen, wegen der Hero Power, dass ich mich wieder hochgeheilt kriege. Wäre schon wichtig.
Magie wird euch nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Tu mir nicht weh! Oh Gott. Ich glaube, Gul'dan kann ich knicken, den kann ich nicht spielen. Bin ich tot, ne? Wenn ich den spiele, alles down, ne? Lasst mich das für euch aufbewahren. Das war nicht gut, glaube ich. Aber jetzt kriege ich halt einen dicken Gul'dan raus, ne? Gucken wir mal. Fleischwagen. Definitiv super geiles Deck. Super viel Spaß macht das, aber das ist schon schwierig. Da muss man sich erstmal mit einspielen. So, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und bis zum nächsten Mal.